sorgen wir dafür, dass die Dinosaurier aussterben. Ihr macht euren eigenen Wettkampf eigentlich, ja. Ramon, ich, oh, ist das egal. Der lesende Bär. Guten Morgen. Day one. Ich bin ziemlich früh aufgewacht, muss ich sagen. Wir haben es jetzt 6.50 Uhr. Ich war so um 4:30 erwacht, circa. Ist einfach, ich habe richtig randaliert. So ein beschissener Tisch, Alter. Mein Schlafapparat. Ich bin nachts gedreht, Junge, und habe erst mal einen miesen 619 dem Ding mitgegeben. Ich bin aufgewacht und dachte mir, Junge, ich habe die Bude zerstört. Hab das dann halb im Delirium noch zusammengeschraubt, aber hab dann echt noch gut gepennt. Ich meine, ich bin gestern um 8:30 ins Bett, Ortszeit. Und dementsprechend, ja, habe ich auch einen heftigen Gewichtsdrop gehabt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich gestern so, morgen safe schwerer, wegen dem Flug und allem, aber ist jetzt richtig krass. Und jetzt hatte ich hier auf die Crew gewartet. Dabei ein nettes Buch hier, Dale Carnegie. Mitgenommen, habe ich schon ein paar Seiten gelesen jetzt. Das Käffchen darf natürlich auch nicht fehlen. Nee, so starte ich. Frosch im Hals, Alter. So starte ich meistens in den Tag. Ganz entspannt, bisschen Flow reinbringen. Ich habe gesehen, ihr wart einkaufen gestern. Ich küsse euer Herz. Ich bin hier hochgekommen, habe erstmal ein mieses Pappmaul gehabt und dachte mir, geil. Da drüben liegt das Kissen, der ein oder andere kennt es noch vom letzten Jahr. Das Glückskissen der Arnold Classics. Hier tatsächlich auch mit schönem Flausch drauf und dem Boy am Posen. Geschenk von Alice letztem Jahr. Jetzt werde ich hier gleich mal den Boy nach einem WLAN-Passwort fragen, dass ich Stefan auch mal Bescheid sagen kann. Ich glaube, der kackt sich daheim schon ein, warum nichts kommt von mir. Und dann werde ich mal gucken, dass der sich hier rüber schwingt und wir so in den Tag rein starten. Und dann gibt es auf jeden Fall Schlachtplan, was ansteht. Ja, Mann, ich bin so glücklich, Leute, dass wir hier sind. Ich schwöre, und Schlafzimmer ist auch richtig Baba. Ich muss sagen, so vom Feeling, die erste Nacht war schon richtig geil und guter Schlaf, beziehungsweise gutes Wohlbefinden in der Bude, wo ihr dann seid vor dem Wettkampf. Ist schon ultra wichtig. Ich weiß noch, liebe Grüße an meinen Bruder Kai, wo wir damals in London waren auf dem Pro Qualifier. Hatte ich natürlich noch nicht den finanziellen Support, meine Sponsors, der da einige Kosten getragen hat, sondern da musste ich mir halt auf klassisch mit meinem letzten schmalen Taler musste ich mich da in die Hood begeben, zusammen mit meinem Bro. Und dann war, ey, ich hab da auch so viel. Wir haben da einfach so viel rückblickend betrachtet, so viel verrückte Scheiße gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe einfach gedacht, ey, wir sind in London, lass mal auch ein bisschen London angucken. So, und ich war 2 days out, mein Gehirn war für nichts fähig. Und dann haben wir einfach so Bikes ausgeliehen und sind mit Fahrrädern so eine Stunde durch London gefahren. Also schön nochmal Cardio gemacht. Das war richtig krank, aber auch schöne Erinnerung. Deswegen Wettkämpfe an sich mega geil. Ich habe gestern auch paar Deutsche noch am Flughafen getroffen. Da startet der eine auch bei den Amateuren in der Men's Physik und ich finde es einfach richtig cool. Der eine oder andere denkt sich jetzt, warum fliegt der extra in die USA und so, aber ich denke mir, oder ich habe mir dabei gedacht, so, ey geil, scheißegal, ob der am Ende gewinnt oder nicht, werden die da jetzt so ein geiles Erlebnis haben hier. Ja, auf jeden Fall so Freundesgruppe, darauf zurückdenken. Der Kaffee kriegt von mir vom Rating auf jeden Fall eine wässrige 6 von 10. Absolut beschissen, aber soll seinen Job machen. Später gibt es da noch ein bisschen Grizzly Shred ins System. Also lässt sich reinstarten. Wir zeigen euch später natürlich auch die Bude noch, wie im letzten Video versprochen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle dran und guckt fleißig die Videos, weil wir legen uns hier ins Zeug, um euch auf jeden Fall in Echtzeit das Ganze hier nach Deutschland zu transportieren. Charlotte in dem Sinne auch mal
ein Abo-Button rein. Ich habe gesehen, wir haben 350.000 erreicht. Richtig heftig, hätte ich mir, Alter, vor 2, 3 Jahren nie gedacht, dass das mal so abgeht, auch mit Bodybuilding und auch mit Leuten, die nicht im Bodybuilding stehen, so Influencer, YouTuber-Freunde von mir, sag ich mal, die halt auch sagen, ey, geil, Arnold sind hier, Grüße an Eggers zum Beispiel, Mark Eggers, InScope und so, die, ja, die feiern den Shit auch und sowas ist schon auf jeden Fall cool zu sehen, dass auch Leute sich dafür interessieren, für so eine ehemalige Nischensportart, die jetzt auf jeden Fall mehr kommt und kommt. Deswegen, wir machen hier einen geilen Job, wir geben Gas. Und jetzt würde ich sagen, rück mal hier das Passwort raus, Kollege, sonst gibt's Druck. Bis gleich. Alles klar. Ja, ja. Coach direkt im nächsten Haus, so hat man es gern. Mhm. Hammer. Gut schon siehst zu Hause. Aus. Gut, gell? Sagen alle eigentlich, ja, dass man es gleich merkt. Der Boy macht den Sonderzuschlag und ernährt sich gesund. Kein einzigen Burger noch gegessen. Ja? Nein, kein einzigen. Also nur. Ich muss sagen, vielleicht ist auch das Schwarz was dich so ein bisschen, aber. Nee, Mann. Puh! Richtig geil. Feier ich. Denn Gesundheit ist wichtig, auch im hohen Alter. Spaß. Ja. Ja, was geht ab jetzt? Normal wisst ihr, ich schicke Formbilder rüber. Heute haben wir das geschulte Auge live dabei. Zuerst mal ein Formcheck. Wie gesagt, nach dem Flug und so. Vielleicht gebe ich euch auch ein paar Einblicke, aber. Ich glaube dann doch später lieber im Training mit ein bisschen Pump, denn die Flachheit ist auf jeden Fall gut vertreten, aber so muss es sein. Boah, das ist so gut mit dem, also mit dem Vakuum, das ist halt echt Next Level Shit. Gotha? Mach diese Bewegung, ja, wie du so reingehst, noch ein bisschen einfach deutlich an und deut's ja an, wenn du von vorn kommst. Ja, genau. Und dann spannst du zuerst über den Oberschenkel und dann über den Arsch. Ja. Genau so. Weißt du, was bei der Bauch und Beine aufpassen musst? Dass du den Unterbauch nicht ein Tick zu weit sogar reinziehst. Alles wie es sein soll, die meisten Leute haben immer vom Fliegen Angst, das zunehmen. Beim Urs wissen wir das jetzt echt, Fliegen ist bei ihm so das Naturaldiuretikum, weil er eigentlich immer nach dem Fliegen dann leichter ist und auch Wasser verloren hat. Und das ist jetzt auch wieder so. Einfach ein Kilo weg so und nächstes Mal fliege ich über Australien, wenn ich nicht mehr ins Gewichtslimit komme. Dann machen wir kurz Gewicht, einmal um die Welt in 8 Tagen. Nee, aber ich bin sehr, sehr froh, dass Stefan jetzt drüber geguckt hat. Bilder sind ja immer die eine Sache. Wir haben uns vor 2 Wochen gesehen, da war es noch anders. Dann habe ich nochmal richtig Gas gegeben, um den jetzt hier auch mit einem was Positiven zu überraschen. Morgen war so das Gefühl, ah, fuck, ich fühle mich richtig leer, so, ich will nicht vor ihm posen. Und das ist immer so ein, für mich selber ein gutes Gefühl, weil er weiß ja, wie ich beschissen aussehe, wie ich gut aussehe, wie ich fett und dünn aussehe. Deswegen, ja, kann man das da ganz gut machen. Ich glaube, das ist sehr gut, dass er halt den Gameplan, um den es jetzt letztendlich von Montag, was wir heute haben, bis Donnerstag Abwaage um 10 und aufladen, dann, dass er den perfekten Gameplan aufstellt und ich den wie ein Soldat, wie ein stramm stehender Soldat jetzt manövriere. Ansonsten, Kaffee habe ich getrunken, 1 Liter Wasser ist drin und jetzt gucken wir, was ansteht. Macht euch bereit. Ich bin auch noch ein Harry Bear, also wie wenn wir es jetzt gemacht haben, wie Alice mich nass rasiert hat letztes Mal, wurde meine Haut nochmal sowas von dünner und nochmal sowas von, es sah nochmal so viel geisteskrank aus, deswegen freue ich mich so drauf, wenn sie mich dann nass durchrasiert. Okay, that's what she said. Nee, aber das gibt dem Look dann nochmal so eine richtig noch krassere Pergamenthaut und deswegen, jetzt wird gepiekt, Freunde, jetzt wird gepiekt. Moin Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in Tim Melzers Küchenstudio und herzlich willkommen zum Frühstück aus Ohio. Meal 1 steht an und es sieht einfach fast 1:1 aus wie auf deutschem Boden. Wir haben klar den klassischen Get Fucking Shredded Pancake aus Eiklar, Ei, Spinat. Nur hier müssten wir zusammen mischen. Da hat es Deutschland natürlich um einiges besser gemacht mit dem Lidl Salatkräuterteppich. Jetzt müssen wir uns unseren eigenen Teppich ausrollen. Und Alter, ich sag's wieder mal der Plastikkonsum. Ich muss jedes Mal drüber schimpfen, aber die sind echt hier geisteskrank, Alter, was das angeht. Ist überall nochmal ein Sonderplastik dabei. Pro-Tipp.
Erstmal hier was von dem drüber. Darf auch ruhig nicht gespart werden. Der Rasen muss nämlich bedeckt werden. Dann haben wir die Minced Onions. Dann kommen die hier schon rüber. Schön Zwiebeln. Und jetzt müssen wir noch eins aufmachen. Ah ne, die sind organic, die sind nur zwei im Glas und nur mit einer leichten Plastikschicht eingepackt. Dann kommen die hier drüber. Ich sag's euch, das ist pervers. Das schmeckt einfach nur abartig gut hier. Ganz, ganz gelegen. Wie Max, der Foodblogger. Liebe Grüße an Max, falls er das irgendwann sehen sollte. Rollt hier mit dem Pfeffer den Gewürzteppich aus. Und was ganz wichtig ist, es ist Peak Week. Es wird noch viel getrunken. Zwar bis Donnerstag wahrscheinlich. Und meine Salzmenge von 8 Gramm bleibt konstant. Wasser bleibt hoch, 8 Liter, also 8, 9 Liter. Ich gucke da nicht ganz genau. Und Essen schaut Stefan jeden Tag über die Form und passt dann das Essen an, so wie wir es heute gemacht haben. Also wird da auch ganz interessant. Wir tun den Körper, obwohl ich jetzt schon ziemlich flach bin, so ein bisschen, ja, nicht entladen. Klassisches Entladen mit null Kohlenhydrate macht man nicht mehr, sondern oder funktioniert bei mir eh nicht, sondern so ein bisschen Kohlenhydrat reduzierter. Kalorien sind gleich, man hat nur ein bisschen die Proteine hochgeschraubt, die Carbs ein bisschen sozusagen verschoben, das Makronährstoff Verhältnis sozusagen. Und hier, Leute, gibt's die guten Oats mit Himbeeren. Aber der treue Zuschauer, der ein oder andere weiß, was da noch fehlt. Ey, ich sag's dir, ich hab mich tot gelacht. Ich kam gestern Abend an, hab noch mein letztes Mie gegessen. Denkt mir nichts Böses, Alter. Mach die Schublade auf. Seh erstmal das Messer, denkt mir. Ja, ganz nice. Und das muss ich dir kurz zeigen. Such nach einem kleinen Löffel. Und find das Ding hier, Alter. Junge, also... Halt mal deinen Finger neben. Hier hat wahrscheinlich... ein Bikini-Mädel hat hier ihre Diät davor gemacht. Dann habe ich auch die Dinger gesehen. Das sind die legendären Cups. Also deswegen sind auch viele aus den... No Front aus den USA nicht shredded auf dem Wettkampf, weil das ist halt ein Cup. Dann sagst du mal, jo, ess mal ein Cup of Rice. Das können dann ungefähr 80 bis 100 Gramm sein. Und wir Deutschen sind genau. Das zum Thema Besteck hier in dem Hause. Immer wieder wild, was man in den amerikanischen Haushälten so findet. Und jetzt auch mal organic am Start, hochwertigen Ceylon Zimt, nicht normal, denn viele aus der Community haben letztes Jahr geschrieben, aus den USA, der Zimt ist nicht ganz so geil. Ich habe mir den trotzdem ordentlich reingeballert und hat mir auch nicht geschadet, aber hier haben wir meinen eigenen Zimt am Start, auch ab 28. im Shop bei ESN am Start. Ich dachte mir einfach, ey, muss sein, wenn der Zimtteppich ausgerollt werden will, dann richtig, und da habt ihr auf jeden Fall auch Ceylon Zimt Qualität. Das kommt hier drüber. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Eher zu viel. Und so sieht Meal 1 aus. Ich sag's euch, Hunger habe ich auf jeden Fall am Start. Die Supplements haben wir auch dabei. Natürlich hier am Morgen Omegas, meine Vitalstoffe, Athlete Stack, Magnesium, extra Zink, und die gibt's nach dem Meal. Und dann sind wir am Start auf jeden Fall. Ich habe mega Hunger und freue mich aber jetzt auch auf die letzten Tage hier. Später gibt es dann nochmal eine Ablage und dann geht's ab ins Training. Hören wir uns dann auf jeden Fall wiedersehen. Ansonsten willkommen in der Peak Week. Es ändert sich tatsächlich nicht so viel. Und das ist auch so ein Tipp an euch da draußen. Gerade an die Wettkampfathleten. So, denkt euch da nicht, fangt nicht an, auf einmal andere Lebensmittel zu essen, fangt nicht an, beim Aufladen sowas wie irgendwie Burger und Pommes zu benutzen und das habt ihr 4 Monate nicht gefressen. Ja, bleibt da einfach konstant am Start. Kochen wir jetzt auch einen guten Tee auf danach, nach dem Frühstück, und dann, ja, wird eigentlich viel gechillt. Chillen ist jetzt das Wichtigste in der Woche. Ich habe, wie gesagt,
coole Leute um mich herum, die ja gewisse Dinge für einen übernehmen und ich kann mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, die Bestform zu bringen. In diesem Sinne, bevor es kalt wird, guten Hunger und bis später. Der treue YouTube-Abonnent und Verfolger weiß, wo wir uns befinden, vor dem American Barbells, eins meiner, ich muss sagen, Top 5 Tierlist der weltweit besten Studios. Wir haben trainiert. Das ganze Training, was wir heute gemacht haben, gibt's bei bzw. auf Rep One zu sehen, der Plattform für gepflegte Bodybuilding und Haltung und alles rund um unseren wunderschönen Bodybuilding-Sport. Deswegen schaut vorbei, lasst dort Liebe da und bei uns geht's natürlich wie immer weiter im Text. Deswegen die Woche auf jeden Fall alle Kanäle maximal bespielt und für jeden Bodybuilding-Fan, Liebhaber und einfach jemanden, der geile Unterhaltung sucht, genau das Richtige. Deswegen vorbeischauen lohnt sich. Abonnieren, Glocke, alles, was man macht. Und jetzt ab nach Hause. Ich muss essen, hat Coach gesagt. Da sind wir wieder. Eine typische Entlademahlzeit, wie sie klassisch ja nicht im Buche stehen könnte. Wir haben, da wir in den USA sind und Spargel hier das ganze Jahr gibt, Spargel, eine gute Ladung an Chicken. Das gibt es jetzt heute noch einmal. Dann gibt es das letzte Meal. Und dann war es das. Bisschen geiler Vibe eigentlich in der Bude. Wir sitzen hier mal nett beisammen. Man genießt es mal wieder ein Wohnzimmer zur Verfügung zu haben. Man redet viel zusammen über Gott und die Welt. Ich bin auch schon echt müde, muss ich sagen. Im Training bin ich zwar immer voll auf Modus, ich bin gehypt, aber abends fühle ich mich ungefähr wie Alice gerade. Schlaucht dann schon ganz gut, aber hey, noch ein paar Tage und dann haben wir es geschafft. Einen guten. Herzlich willkommen zur Roomtour. Wir haben immer noch kein... Wir brauchen noch einen Namen für die Bude, fällt mir ein. Wir hatten bis jetzt immer eine Casa. Uns fällt jetzt keine ein, aber ich würde sagen, wir rufen die Community auf. Schreibt den Namen der diesjährigen Arnolds Bude in die Comments. Es muss irgendwas mit Casa sein, also Haus. Eigentlich muss es ein Schloss sein. Diesmal ist schon das Beste, glaube ich. Hattest du schon mal was Besseres? Wir upgraden jedes Jahr. Mehr als gebucht. Nächstes. Erstmal einen kurzen Applaus an Alice fürs Buchen. Nächstes Jahr wollen wir mit Yacht-Charter auch draußen. Als ihr beim Einkaufen wart, noch eine Runde durch die Hut gelaufen. Und ich sag's euch, zuletzt im Jahr hat sich da nicht viel verändert. Ich habe den Ott-Geruch hab ich in jeder Straßenecke gerochen und habe nur gewartet, was jetzt abgeht. So, jetzt gibt's aber auf jeden Fall letzte Mahlzeit für heute. Und zwar einmal 10 Ding-Dongs und ein Pack von den guten Thomas-Bagels. Grüße gehen raus an Tomek, mein Homie. Nee, jetzt genug gespaßt. Wir wollten euch einfach die Bude ein bisschen zeigen. Tatsächlich ist ein bisschen verschickter Aufbau. Das Haus ist ziemlich schmal, so wie ich gerade ungefähr. Und wird hoffentlich prall gemacht. Ja, ich habe echt gute Laune für Peacreek, aber... nee, tatsächlich geht das ziemlich in die Höhe. Wir haben 3 Stockwerke. Ganz unten penne ich. Einfach aus dem Grund, weil ich nachts oft aufstehe und dann keinen Bock habe, das ganze Haus zu wecken. Ganz oben schläft Alice und das Team. Irgendwie Alice und ich schlafen immer in der Woche. Es hat so Rocky-Vibe, so wie die Kämpfer. Die dürfen auch nicht vorm Wettkampf. Machen wir auch immer dann noch ganz harte Nummer. Wir machen noch getrennte Betten dazu. Ich will ja nichts sagen, Schatz, aber dein Schnarchen, ich nehme das Messschnarchen, ein Traum. Ach komm. Herrlich, herrlich, was soll ich sagen? Dann durch die Bude heute nach unten abgerissen. Alter, ich habe richtig abgeräumt. Aber fangen wir an im wichtigsten Teil, und zwar der Küche. Die Küche ist groß genug, wie man sieht. Wir haben auch einen geilen Küchentisch am Start, wo alle fleißig schon am Arbeiten sind. Und wie gesagt, hier fehlt es an echt gar nichts. Wir haben alles am Start. Wir haben, was bis Donnerstag wichtig ist, ausreichend Wasser. Ich schwöre es euch, gestern hatten wir das eine Gallone, das sind 3,3 Liter. Gestern hatten wir davon noch, lass mich nicht lügen, 8 Stück. Heute klassisch kurz mal halbiert das Ganze.
Aber es wird viel getrunken, wie gesagt. Ab Donnerstag ändert sich das dann. Dann trinke ich weniger und saufe dann wieder am Samstag einiges. Nicht nur Woody tatsächlich. Ja, wie gesagt, Utensilien zum Kochen, alles am Start. Wir gehen hier weiter. Hier habe ich meine kleine Verdauungsecke, wie ich sie nenne. Wir haben die Flohsamenschalen am Start. Ganz wichtig, dass die Verdauung on track bleibt. Wir haben den... wir haben die Ingwerknolle, die ist wichtig. Die braucht ihr gar nicht irgendwelche Verdauungsenzyme oder sonst irgendwas, sondern einfach Ingwer. Und glaubt mir, Ingwer und spazieren gehen bringt euch. Isst du ja einfach so, oder? Ich beiß mir da immer ein Stück ab und dann snack ich den und morgens mache ich mir immer einen schönen Tee. Der Tee steht da drüben irgendwo, keine Ahnung, aber den kennen die Leute ja. Hoffentlich, das ist Full Day of Eating. Dann haben wir hier tatsächlich doch ein paar Verdauungsenzyme am Start und Beta-In-HCL, schwöre ich darauf tatsächlich. Sorgt so gerade dann beim Aufladen, wenn man viele Kohlenhydrate isst, für eine gute Verdauung. Unter anderem Glutamin aber auch am Start, pusht die Verdauung und Daily auch, ist auch Glutamin drin und Kollagen, das auch wiederum gut für die Verdauung ist. Aber es soll heute ja um die Roomtour gehen. Küche am Start auf jeden Fall. Hier den Teller, ich bin ein einfacher Mensch, ich habe mir das, Alice hasst das auch immer, die räumt meine Teller mal weg, sagt, wir haben Teller daheim, wir haben eine Spülmaschine, wir haben Gott sei Dank das Privileg, also musst du nicht immer von einem Teller essen, aber ich bin irgendwie so ein Typ in der Prep, ich schwör's dir, vielleicht kommt es auch von den Zeiten, wo ich alleine gewohnt habe. Ich bin ja recht früh ausgezogen, habe auch immer so, alle Männer da draußen wissen es, Alter, kommen Studienzeiten, was weiß ich, alles rein in die Schüssel, am besten aus der Pfanne rausgejagt. Wir haben einen dicken Kühlschrank am Start, wie gesagt, American Dream Kühlschrank, auch prall gefüllt. Ein ganz großes Highlight aus dem Kühlschrank, good old Chicken Breast. Ah, not, bevor ich es vergesse, noch mehr. Ja. Und, was auch wichtig ist, Spargelze, Spargel am Start, Eiklar am Start, ja. Die Basics, Alter. Bisschen Gemüse, bisschen Früchte. Traumkühlschrank sein werde ich mir irgendwann mal in die Bude stellen mit Eisspender und sonstigem. Gehen wir hier rüber. Wir haben einen guten alten Müllsack. Einen Tag hier schon voll. Willkommen in den USA. Plastikverbrauch. Ja, wisst ihr ja Bescheid. Wir haben eine gemütliche Couch. Wir haben eine Glotze. Die wurde tatsächlich noch nicht angeworfen, weil wir, muss ich sagen, richtig kommunikativ sind und richtig viel einfach reden und das... Ja, eigentlich auch Bock macht so, mal mit Menschen zu quatschen und nicht dauernd nur in die Röhre zu gucken. Wir haben aber ganz wichtig von meinem Schatzi, mein Arnold Classic Kissen, der Glücksbringer zusammen mit den Adiletten, die irgendwo rumschwirren. Muss ich mal wieder suchen, wo ich die eigentlich habe, oder Alicia zum Fuß. Ja, war klar. Kriegt einen halben Tag vom Kameramann die Adiletten, einen anderen halben Tag von mir, aber will sich selber keine holen. Naja, das haben wir am Start. Ihr seht, hier ist eigentlich alles auf einer Fläche. Dann, was geil ist, am 5. Stockwerk haben wir Toilette am Start. Also, wenn Beefy Pfötchen gibt oder ich mal wieder pissen muss. Ja, müssen wir gucken. Für die Mitarbeiter ist auch gesorgt. Der Kameramann schläft hier. Also, optimal. Hier kann man sich das Bett-Nachtlager zurechtdrücken und dann kann man hier... Spaß, Bro. Kann man hier gut pennen. Salice hier gerade, die Rice and Chicken vernichtet. Und ansonsten haben wir hier ja, einen kleinen, aber feinen Balkon, wo ich mich gern draußen chillen würde, wenn es die Sonne zulassen würde. Aber ich bin froh, dass wir den Schneesturm also nicht mitbekommen haben, sondern erst einen Tag später gekommen sind. Und ansonsten gibt es noch ein Obergeschoss. Das zeigt euch Alice jetzt, denn das ist ihr Reich. Sie übergibt mir nur kurz meine Adiletten, weil ich mache mir jetzt mein Meal. Ihr müsst mich nicht haten, deswegen. Ich will die so lassen. Die werden irgendwann so an die Wand gehangen, aber die müssen so abgefuckt sein. Da ist so viel Bodybuilding-Historie in den Schuhen drin. Naja, das war's hier vom Wohnzimmer, von der Living Room-Etage. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick. Wie gesagt, schreibt den Namen unten rein, wie unsere Bude heißen soll. Und dann
haben wir da immer jedes Jahr einen geilen Hüttennamen. Nächstes Mal müssen wir uns für Olympia dann eine Woche vorher schon überlegen, in welche Bude wir einziehen. Ansonsten folgt der Dame. Und okay, ich übernehme jetzt hier bei Urs, muss seine Kraft sparen, aber Matt hat extra dein Zimmer aufgeräumt. Extra. Und das kann man der Community ja nicht erhalten und vor allem nicht seine Freundin, wie sauber er sein kann. Also hier ist eine Waschmaschine. Wie geht denn dein Licht an? Ich weiß es nicht, manchmal geht das nicht. Ah ja. Wie sauber er dieses... Da gebe ich nicht rein. Wie sauber er dieses Zimmer hinterlassen hat. Muss man sagen, das ist dann so Insta versus Reality. Übel, gell? Zurück in mein Zimmer. Guck mal hier. Sieht aus, als hätte ich... Oha, du hast sogar zwei Waschbecken. Deswegen habe ich mir als erstes das Zimmer gezuckt. Ach, du hast sogar eine richtige Dusche einfach. Hier. Aber immerhin, guck mal, habe ich meine T-Shirts schön fein säuberlich aufgehängt. Okay, das ist krass. Ja. Und komm, wir gehen auf die Dachter, das ist ja heute auch noch ein... Oha! Ja, richtige Partystimmung. Guck mal, wir haben vorher noch gescherzt, wir wollen grillen. Ja, es ist voll schön hier. Ja, krass, wa? Hast du dein Handy dabei? Ne. Oh, es wird hier nie oben sein. Wir müssen das ihm eigentlich zeigen, ne? Ja, er sieht es im Video. Ja, krass. Wow. Einfach nur wow. Nein, ich finde es gerade echt krass, dass wir einfach so ein Dachterrasse haben, oder? By the way, hier wohnt Matze und Stefan, ne? Die wohnt auf der Dachterrasse, krass. Wie schön mit Partybeleuchtung, war. Das ist wirklich voll schön. Das ist sogar ein Heizpilz. Den kannst du ja unten reinstellen. Ich muss aber noch was erwähnen. Ich bin Gott froh, dass so seine Schlafmaske mittlerweile besitzt. Dass sein Schnarchen unerträglich war. Aber letzte Nacht hat Matt so den Wald abgesägt. Ich dachte, der ist neben mir im Zimmer. Das war nicht mehr normal. Hörst du dein Zimmer zu? Du bist ein richtiger Fake-Influencer. Das ist dein Zimmer so. Wie sieht denn dein Wald aus? Der Teppich, die Tür geht nicht zu mit dem Teppich. Schon rein. Ich weiß, warum ich jetzt erst mein Zimmer ausgesucht habe. So Leute, das war die grandiose Roomtour und der erste Tag aus Ohio. Ich koche jetzt hier das Meal fertig, lasse es mir schmecken und dann ist auch bald schon Schlafenszeit. Das ist krass, die Tage vergehen jetzt so und die lange Vorbereitung neigt sich dann schon wieder fast dem Ende. Das ist immer verrückt. Aber bevor der Spargel anbrennt, sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Hoffe, ihr habt Spaß an dem Content. Wenn dem so ist, ihr wisst, schallert den Abo-Button, schallert ein geiles Comment. Die Comments sind eh einfach Liebe in meiner Community sowieso. Und deswegen macht weiter so. Lieben Gruß aus Ohio. Euer Bär ist raus für heute.